Seit Jahren begeistert Rock Classics das Publikum an der Göllstahlbrücke in Netzschkau. Rock Classics, das ist Rock und Philharmonie im Einklang. Dieses Konzept hat sich bestens bewährt und so wird es auch in diesem Jahr fortgeführt. Was Sie im Detail am Pfingstsamstag, dem 18. Mai, erleben können, das erfahren Sie jetzt. Squo, rocking all over the world. Falls Sie noch nie bei Rock Classics an der Göllstahlbrücke waren, so sieht das aus und so hört es sich an. Stimmung ist quasi garantiert. So oder so ähnlich wird das auch zu Pfingsten 2024 sein. In einer Pressekonferenz in der Ketzelsmühle gleich neben der Göllstahlbrücke wurden die Medien über das aktuelle Programm informiert. Ja, wir freuen uns natürlich dieses Jahr sehr, dass wir mit Dan Lukas den ersten Sieger von The Voice of Germany Senior wieder mit dabei haben. Er gastiert bereits zum zweiten Mal nach 2019 hier in Netzschkau. Mit Julia Neigel haben wir erstmals eine richtig gute Rocksängerin mit dabei und auch beide werden ein Duett geben und wir haben Jasmin Graf wieder mit von der Partie. Sie wird auch gemeinsam mit Stefan Fraß moderieren. Zwei klassische Stimmen sind diesmal erstmals an der Brücke im Programm mit dabei. Also von Rock, Pop, Classics, die Welthits der letzten Jahrzehnte. Das Publikum kann sich da wirklich auf einen rockigen musikalischen Abend freuen. Ich fange mal an mit einem Stück, das Sie bestimmt alle kennen. Beginnen wird der Abend mit einem ganz besonderen Stück. Gehört haben wir es sicher schon alle, aber von wem es stammt, das konnte zumindest in der Pressekonferenz niemand beantworten. Es hat mich bei diesem Intro bei Palladio inspiriert, dass der walisische Komponist Karl Czernkiel vor wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Ich mag seine Musik sehr und Palladio ist ja bekanntermaßen ein großer Architekt des 16. Jahrhunderts gewesen, der sich wiederum inspirieren lassen hat von den römischen Bauten. Und unsere Göllstahlbrücke mutet ja auch so ein bisschen wie ein römischer Bau an. Und insofern passt das, denke ich, sehr schön in dieses Event Rock Classics als Eröffnungsstück und ich werde es bearbeiten für großes Orchester, für Band und so weiter und dann glaube ich, ist das der richtige Opener. Stefan Fraß freut sich sehr über Julia Neigel. Ich verfolge die künstlerische Arbeit und auch das Einmischen in gesellschaftliche Dinge von Julia Neigel schon sehr lange. Habe sie im vergangenen Sommer getroffen und war sehr angetan von ihr. Habe ihr von dem Projekt Rock Classics an der Göllstahlbrücke erzählt und sie war sofort begeistert und sagte, da würde ich gerne mitmachen, wenn das funktioniert. Und dann haben wir uns auf Titel geeinigt und auf gewisse andere Sachen. Und nun freue ich mich sehr, dass sie erstmals an der Göllstahlbrücke auftreten wird mit den anderen Sängern. Zusammen mit Dan Lukas, mit Jasmin Graf und mit unseren beiden klassischen Sängern Annika Riou und Victor Campus Leal. Was Julia Neigel noch vor sich hat, kennt Dan Lukas schon. Dieses fast unbeschreibliche Gefühl, bei Rock Classics auf der Bühne zu stehen. Super, ich weiß noch genau, dass es ein riesen Event war, dass da wirklich ganz, ganz viele Leute waren, dass es ein riesen Erfolg war und dass es am Ende sehr kalt war. Und ich habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass es dann so kalt werden könnte am Abend. Aber diesmal weiß ich Bescheid, auch im Mai können die Nächte oder die Abende ziemlich kühl werden, gerade hier so im Tal. Aber ansonsten kann ich mich sehr gut erinnern, dass es eine tolle Veranstaltung war. Es stimmt, im Mai kann es noch frisch werden. Deshalb beginnt die Veranstaltung heuer eine halbe Stunde früher. Ja, der Einlass zur Rock Classics ist um 17.30 Uhr, Beginn erstmals um 19.30 Uhr anstatt 20 Uhr wie die Jahre zuvor. Ja, das hat ein paar witterungsbedingte Gründe und deswegen an alle Ticketinhaber, Gäste von Rock Classics, das Programm geht 30 Minuten eher los um 19.30 Uhr. Schönen guten Abend, Netzschkau!
Wie sieht es mit den Karten aus? Karten gibt es noch zu kaufen bei Rock Classics. Auch hier läuft der Vorverkauf relativ gut, richtig gut. Wir haben auch schon über 2000 Karten verkauft. Die Sitzplätze sind fast ausverkauft. Also jeder, der sitzen möchte und Rock Classics erleben möchte, sollte sich jetzt sputen, noch Karten zu kaufen. Ansonsten gibt es natürlich auch die beliebten Stehplätze links und rechts neben der großen Bühne. Auch eine Abendkasse. Und ja, wir erwarten wieder knapp 5000 Besucher zu Rock Classics. Und somit sind wir auch das größte Open Air hier im Vogtland. Am Abend zuvor gibt es noch ein Open Air. Comedian Olaf Schubert gastiert in seiner Heimat. Ja, Olaf Schubert ist ja gebürtiger Blauener Vogtländer. Er kommt so ein Stück weit zurück in die Heimat. Hier erstmals an die Göldstahlbrücke am 17. Mai, an dem Freitag, einen Tag vor Rock Classics. Und der Vorverkauf läuft auch sehr gut. Es sind schon mehr als 2000 Karten verkauft worden. Wir haben 3000 Sitzplätze, die wir anbieten können. Und ja, also ich bin schon auf seinen Humor sehr gespannt. Und ich denke, mit Olaf Schubert und Rock Classics an beiden Tagen hier in Netschkau haben wir wieder eine Extraklasse an Veranstaltungen aufgefahren. Zwei solche Events auf die Beine zu stellen, ist ohne Sponsoren nicht möglich. Zwei langjährige Partner waren zur Pressekonferenz mitvertreten. Zum einen Annette Redmer von der Sparkasse Vogtland und Lars Lange, Geschäftsführer der Stadtwerke Reichenbach. Auch bei der Pressekonferenz bekundete er seine persönliche Begeisterung für Rock Classics mit dieser Einlage. Lars Lange freut sich. Riesig! Nee, ist ja immer ein totales geiles Act, sage ich auch jedes Mal. In den 6 Jahren, sind wir, wo wir schon dabei sind als Präsentator oder 3 Jahre Präsentator, egal, wir sind dabei und werden es auch immer sein, weil das ist total genial, das Projekt. Und ich freue mich auch, dass so viele Gäste dann wieder in unser Vogtland kommen und das Event erleben mit tollen Künstlern und natürlich im Hintergrund unsere schönste Brücke der Welt. Stadtwerke-Kunden haben beim Kartenkauf einen Vorteil. Unsere Kunden haben den Bonusvorteil von 30%, den wir ihnen anbieten als Treuebonus. Auch schon viele Jahre, dass wir das tun dürfen und können. Und gerne, kauft Tickets, kommt zu uns ins Kundenbüro und fordert sie ein. Na dann, 2 tolle Abende an der Göldstahlbrücke in Netschkau. Da haben Sie die Qual der Wahl. Oder Sie kommen einfach zu beiden Events.